Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf diesem Kanal. Neben mir habe ich den Joachim stehen vom YouTube-Kanal Kohl und Kamera. Den Kanal verlinke ich euch oben rechts. Und den Joachim, wann haben wir uns kennengelernt? Im September 2015 hier beim Potluck. Wir befinden uns nämlich gerade beim Rohkost-Potluck in Leipzig. Ich glaube, das ist schon der 36. Ja, wir kennen uns recht lange schon. Ich wollte mit dem Joachim immer mal ein Video zum Thema Gesundheit und Ernährung machen. Schwermetall entgiftung war so ein Thema, wo ich immer gesagt habe, Joachim, da mache ich gerne mal mit dir ein Video dazu. Hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, das wird aber in den nächsten Wochen, Monaten auf alle Fälle folgen. Heute möchte ich ein ganz kurzes Thema nur abhandeln. Da hat mir Joachim mal eine geniale Antwort gegeben. Wir tauschen uns viel über Ernährung, Gesundheit aus, aber auch über viele andere Themen. Das schätze ich auch immer sehr. Und heute geht es wieder mal um das Thema Einlauf. Aber nur eine ganz kurze Erklärung. Ich habe mit dem Henry schon zwei ausführlichere Videos zum Thema Einlauf gemacht. Und heute möchte ich nochmal vom Joachim erklärt haben, nochmal für mich und für euch, warum ein Einlauf bei Kopfschmerzen schnell helfen kann. Sogar meistens, weil die Ursache ist meistens ganz am Ende vom Darm. Und da ist es so, dass das Darmende eine Ausnahme darstellt im Vergleich zum gesamten Darm, weil der Restdarm, alles, was dort an Nährstoffen aufgenommen wird, das gelangt erstmal zur Leber und das ist ein eigener Kreislauf, der nennt sich intrahepatischer Kreislauf. Und alles, was da an Giften mit dabei ist, was auch immer, Schwermetalle und so weiter, das wird dann von der Leber zurückgehalten und rausgefischt. Ausnahme ist dieses letzte Stück vom Darm und gerade da sammelt sich ja die Verdauungsreste, die werden dann nochmal so richtig zusammengestaut und da geht das Wasser raus und dann wird dann, ohne dass die Leber einen Einfluss drauf hat, wird alles aufgenommen. Und wenn man halt Kopfschmerzen hat, ist es durchaus öfter so, dass es daran liegt, dass eben dort irgendwelche Stoffe mit direkt in den Blutkreislauf reingelangt sind, die dann eben die Kopfschmerzen verursachen. Und wenn man einen Einlauf macht, der muss gar nicht großartig sein. Es reicht, wenn man praktisch die letzten 20 cm vom Darm entleert. Dann sind die meistens weg. Und es kann auch bei Migräne helfen, unter Umständen? Unter Umständen, ja. Weil, also ich habe schon gelesen, dass Migräne unter anderem zur Ursache hat, auch dass irgendeine Vergiftung sozusagen, in Anführungsstrichen, also einfach eine Überlastung da ist. Und wenn ein Teil davon weggeht, sei es zum Beispiel der letzte Rest vom Darm, dann könnte das reichen, dass dann die Migräne auch weggeht. Würde auf den Versuch drauf ankommen. Ja, und es gibt ja verschiedene Einlaufgeräte. Ich hatte das in dem Video mit Henry auch schon vorgestellt. Es gibt die Glysopumpe, dann diesen normalen Einlaufbecher. Und es gibt ja auch gerade für Anfänger so dieses Klistier, ne, wo man so ein bisschen Wasser, das ist so wie eine Birne, sieht das aus. Ja, sowas Kleines, wo nur eine kleine Menge reinpasst. Ja, genau. Eventuell auch, um einfach mal einen Stuhlgang auszulösen. Weil meistens reicht es, wenn man ein bisschen Wasser reinfüllt, dass dann ein Stuhlgang also in Gang kommt. Also gerade Menschen, die jetzt sehr so stark gekocht oder verarbeitet, konzentrierte Kost essen, wenig trinken, ja, da kann es eben auch passieren. Ja, genau, wenig ballaststoffreich wenig zum Beispiel ballaststoffreich. Auch. Ja. Man könnte da sogar noch irgendwelche Kräuter mit reinmachen, also was weiß ich, Kräuter, Absud oder so, um den Stuhlgang dann noch besser in Gang zu bringen, aber das sind dann wieder Spezialitäten. Okay. Ich glaube, wir belassen es auch mal. Es sollte ja wirklich nur ein kurzes Video sein, nochmal eine ganz klare Erklärung, warum in den meisten Fällen ein Einlauf bei Kopfschmerzen helfen kann. Ja. Lieber ein Einlauf als eine Schmerztablette, die ja einfach nur den Schmerz unterdrückt, aber gar nicht an die Ursache rangeht. So ne? Also einfach mal ein Einlauf, das dauert nicht lange, 10 Minuten, 15 Minuten und dann kann der Schmerz behoben sein. Ich danke dir, lieber Joachim. Dankeschön. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Tipp weitergeholfen. Joachim hat es ja jetzt sehr exakt erklärt und viel Erfolg. Viel Erfolg. Alles Liebe und Gute. Danke fürs Anschauen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unter diesem Video die Fragen als Kommentar setzen. Ciao. Tschüss.